So, warte mal, was habe ich denn jetzt noch hier bekommen? Irgendeine 4-Sterne-Feder. Das ist eigentlich genau das, was wir jetzt eigentlich noch machen wollten. So, jetzt gucken wir uns mal die Gebete an. Supi. So, ich will jetzt mal gucken, ob meine Dingsbums... ob meine Dingsbums jetzt korrekt sind. Was haben wir denn hier? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 72. Warte mal, Moment, das kann doch so nicht stimmen. Oh, mache ich das eigentlich so 6-mal? 6 mal 6 sind 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 73. Figuren Aktionsgebete sind 73. So, dann wollen wir mal die Waffenaktions gucken. Da müsste ich jetzt auch bei 70 ungefähr sein. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 67, 68, 69. Das bleibt. Okay. Das bedeutet, hier haben wir nochmal 5 raus und gucken, ob wir was kriegen. Aber ich glaube 90 war es. Dementsprechend, Mist. 3-Sterne-Trash. 3-Sterne-Mist. Also wenn es nur 3 Sterne ist, interessiert mich das eigentlich gar nicht, was ich da, bekomme. Ich hab's irgendwie predicted. Das bedeutet, der Timer hat sich jetzt wieder resettet. Okay. Hutau bekommen. So. Jetzt Waffenaktionsgebet sind wir jetzt bei 70. Alle 80. Ah, okay, doch alle 80. Okay. So, ein... Oh, hat sich auch resettet. Okay. Wolfsgrab. Jäger wie ein Wolf. Erhöht den Angriff 12 Sekunden lang um 20%. Erhöht den Angriff aller Truppenmitglieder beim Treffen eines Gegners. Mit weniger als 30% Leben. 12 Sekunden lang beim Treffen eines Gegners mit Abklingzeit. Okay, jetzt Angriff 10,8%. Oh, shit. Wem gebe ich das Ding denn? Wolfsgrab. Wem gebe ich denn das Ding? Gut. Warum habe ich nur 12 von den Dingern gekriegt? Warum habe ich von den Dingern nur 12 gekriegt? Bei der Figur hätte ich doch eigentlich mehr kriegen sollen. Ja, Wolfskrab ist auch, glaube ich, 5-Sterne-Drop. Ich habe jetzt gerade ultra gelackt. Wolfsgrab, geil. Normalerweise müsste ich das dem Diluc geben, aber ich muss die erstmal auf Level 90 bringen. Weißt du was, gucken wir einfach mal. Warum nicht? Wir haben doch das Zeug. Ich meine, hier, guckt euch das an, was ich alles gesammelt habe. So. Stufe 5. So, Stufe 9. So.
So, Upgrade Stufe 17. Elementar Drachenschreck. Bewahrheitet bei Feuer und Wasser. Erhöht den von Hydro- oder Pyro-Effekt betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um 20%. Physischer Schadensbonus. Aufladerate von Furios Lanze kann weg. Drachenspeer. Wenn ich die Mondpike mit 7,5% physischen Schaden weggebe, dann müsste ich doch eigentlich den Drachengradspeer behalten können. Mittwochs, okay. Beim Andenkenhändler, okay. Ich brauche Löwen. Fesseln des Löwenzahnkämpfers. Ah, die grünen Scheibenkleister. Die muss ich erst noch sammeln. Das bedeutet morgen. Okay, okay. Super. Das sieht doch aber schon mal ganz gut aus. Ob ich die Waffe dem Dilo gebe, bin ich mir wirklich noch gerade ein bisschen unsicher. Ich meine, zwei Hände habe ich jetzt ziemlich viele. Der Diluc hat jetzt hier mit Crit-Schaden, was sehr, sehr gut ist. Aber auf der anderen Seite mit Angriff. Oh, es ist wirklich schwierig, schwierig. Den Speer. Dann will ich mal gucken, wie sieht es denn mit meiner Figurdame aus? Hochstufen. Silly Churl, Billy Churl, Silly Billy Hilly Churl. Ist das dein fucking Ernst? Was war das denn? Silly Churl, Billy Churl, Silly Billy Hilly Churl. Oh mein Gott.